Einen wunderschönen guten Abend, liebe Uhrenfreunde. Willkommen zu einem neuen Livestream. Ich sehe gerade, mein Bild steht wieder. Wunderbar, die Technik, die begeistert. Ich dachte, du hast gelernt, wie man, heißt, es gibt doch so Leute, die können sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Ich bin in Wirklichkeit Bauchredner und kein Uhrenfreund. Ja, Bauchredner, genau, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Vielleicht kommst du mit so einer nerdigen Puppe um die Ecke, so hallo. Können wir das nächste Mal ausprobieren, mal so eine Puppe da ins Spiel zu bringen. Wir können ja eine Chrono Bros Puppe machen, was hältst du davon? Ja, cool. Aber keine Voodoo-Puppe, ist auch irgendwie blöd. Nee, nochmal auf Anfang. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem neuen Livestream. Wir haben heute ein wunderschönes Thema ausgesucht, und zwar meine Vergangenheit. Wir reden heute über meine Uhrmacherausbildung, welche Erfahrungen ich dort gemacht habe, wie ich überhaupt dorthin gekommen bin in dieser Ausbildung. Und der Mario wird mich dabei begleiten, mir eure Fragen vorlesen, selber vielleicht noch Fragen stellen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid nach dieser unglaublich langen Sommerpause. Hallo Sebastian. Ja, hallo auch von meiner Seite aus in die Runde. Hallo Sebastian und alle anderen, die eingeschaltet haben. Genau, ja, 4 Wochen Pause. Ja. Und oh, jetzt bist du richtig. Also mein Video ist gerade, da bist du richtig schnell am Reden gerade, Leon. Ich sehe das tatsächlich genau in derselben Geschwindigkeit wie du. Ich weiß nicht, was los ist. Moin Matze. Ja, nee, genau. Also jetzt nach 4 Wochen Sommerpause graben wir jetzt richtig mal im Dreck der Vergangenheit von Leon. Ja, nee, ich bin nett, genau, das macht. Das ist aber lieb von dir, dass du diesmal nett bist. Ja, ganz nett. Genau. Ja, ich weiß ja, Leon, ich mag es ja gern so mit Zahlen, Daten, Fakten. Oh Gott. Deswegen, jetzt kommt, du musst nichts ausrechnen. Ja, ich habe jetzt, das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, wenn ich jetzt käme mit. Wenn ich im Internet was gefunden hätte, so ein Eignungstest für die Uhrmacherausbildung direkt. Hier, rechne mal aus. Ich weiß gar nicht, ob die veröffentlichen. Nee, sicherlich nicht. Aber es ist irgendwie so ein Leak oder sowas, gell? Das meine ich. Bestimmt. Irgendwas wird es da bestimmt mal geben, ja. Ja. Hebe ich mir vielleicht für nächstes Mal auf oder so, wenn ich Leak das finde. Gut. Trotzdem, ich habe mal was gefunden und ich würde dich einfach mal um deine heißen Tipps bitten, einfach mal zum Aufwärmen. Was denkst du denn, wie viele auszubildende Uhrmacher im Jahre 2021, ich habe leider keine neueren Zahlen gefunden, im Jahre 2021 ja, eine Ausbildung gemacht haben? Also wie viele Uhrmacher-Azubis gab es denn im Jahre 2021 in Deutschland? Boah, in Deutschland 2021... Auch gerne an alle, die zuhören, wenn ihr Tipps abgeben wollt oder so, gern direkt reinhacken. Ja, genau, warten wir erstmal ein bisschen auf den Chat, vielleicht haben die ein paar Meinungen. Ja. Nee, da könnte ich mir ja was abgucken, das wäre schlecht. Ich behaupte 90, das lege ich jetzt einfach mal so fest. Okay. Ja. Hunter ist auch wieder mit dabei, hallo. Gin Tonic im Glas, genauso wie du. Ich habe es tatsächlich zeitlich nicht geschafft. Ich habe jetzt ein langweiliges Wasserglas hier aus meinem Star Wars Becher. Cool, Star Wars Becher. Oh, hier so ein kleiner Star Wars Nerd. Da kommen schon die ersten Zahlen rein. Fantree Duck 100, also ähnlich wie ich. Sebastian 16. 16 ist krass wenig. Uhrenenthusiasten 50. Also 16, Sebastian, muss ich leider ausschließen. Obwohl 2021 war halt ein schwieriges Jahr. Ne? Da gab's tatsächlich wenig Azubis. Aber wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, wir haben angefangen mit 11 Azubis und Lange und Söhne hat auch so in dem Bereich 8 bis 10 eingestellt gehabt. Also da sind wir schon auf alle Fälle über die 16. Das muss man dann ja sogar noch hochrechnen auf 3 Ausbildungsjahre und dann kannst du ja sagen, okay, dann muss es ja das, wenn die das ungefähr jedes Jahr einstellen, muss es das ja mal 3 geben. Ach so, also keine neuen Azubis? Nee, ich rede nicht, wie viel machen, also wie viel sind quasi im 1. bis 3. Lehrjahr? Ja. Ach so, ja, dann würde ich das Dreifache gleich mal nehmen. Also dann sind wir so bei, ja, so ungefähr 300. Fantry Duck ist mit seinen 100, glaube ich, ganz gut. Also, ich löse mal auf, es sind 200.
200. In einer dualen Ausbildung, das hast ja auch du gemacht, also sprich dual, ja, mit Betriebsstätten ja, besucht. Sorry, ich bin immer ein bisschen irritiert, ja, wenn ich sehe, wenn du ein bisschen zeitverzögert hier ankommst. Das ist auch wirklich für mich komisch, ja. Also genau, also es waren tatsächlich 200 in der dualen Ausbildung, die ja auch du gemacht hast, bei Glashütte Original und dann halt eben Berufsschule. Ich habe ja auch eine duale Ausbildung gemacht, halt nicht zum Buchmacher, sondern zum Industriekaufmann mal vor langer, langer Zeit, ja, vor Studium und allem. Genau, deswegen, also es waren 200 2021, die sich befanden, ja, in einer Ausbildung zum Buchmacher, plus 200 Schülerinnen und Schüler in einer Vollzeitschule für die Ausbildung zum Uhrmacher, an einer Berufsfachschule. Okay. Ja. Das ist aber gut. Ja. Also dann doch mehr als jetzt du dachtest. Das ist ja in der Summe zumindest, ja. Du hast gesagt 300, gell? Ja, 300, genau. 300, ja. Ja gut, du bist ja ganz nah dran. Ich lasse das mal durchgehen. Das ist nett, Dankeschön. Das also mal so durchgehen. Bevor wir hier auf die Fragen im Chat eingehen, vielleicht noch dann noch eine Abschätzung. Was denkst du denn, wie hoch der Männeranteil bei dieser Ausbildung ist? Oh, der, also bei uns war er tatsächlich sehr hoch, aber ansonsten ist ein Uhrmacher so klischeemäßig eher so ein Frauenberuf, weil die ja mehr Ruhe ausstrahlen, entspannter sind bei der Arbeit, diese Geduld aufweisen, sind ja diese ganzen Klischees. Jetzt aber komm, jetzt rück mal raus mit der Sprache hier. 75% Männeranteil. Frauenanteil, also 25% Männer. Okay, ist genau umgekehrt. Was? Ja, Männeranteil 72%. Oh Gott. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist heftig. Das schreibt auch gerade, der FG schreibt im Chat auch gerade 75% männlich. Das ist fast Volltreffer. Ehrlich gesagt, mich verwundert es auch nicht, weil es ist natürlich auch schon ein handwerklicher Beruf. Ja, da geht es ja schon, das wirst du ja gleich sicherlich draus oder davon berichten aus der Werkstatt. Da muss man halt, ja, handwerklich, das ist halt, ja, einfach historisch gewachsen sicherlich auch ein Stück weit, halt einfach Männerdomäne. Ja, ob man es jetzt gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist halt so. Das stimmt natürlich, ja. Aber ich muss sagen, wenn man so bei Glashütte Original in die Manufaktur reingeschaut hat, dann würde ich schon behaupten, dass es tatsächlich mehr Frauen als Männer waren. Okay. Interessant, spannend. Kommen wir mal auf die ersten Fragen hier. Wie viele Uhrenschulen gibt es? Eine Klasse dort je 10 bis 15 Azubis, Ausrufezeichen, oder soll das vielleicht ein Fragezeichen sein? Ich weiß es nicht, aber wie viele Uhrenschulen gibt es? Oder vielleicht machen wir mal so, Leon, auf welcher Uhrenschule warst du denn? Uhrmacherschule Glashütte. Boah, ist ja ein Ding. Ja, ist krass, oder? Nee, also für alle, die mal noch nicht in Glashütte waren, Glashütte ist eigentlich ein kleines Loch. Das ist mitten zwischen den Bergen, das ist ein ewig kleines Tal bloß. Da gibt es auch nicht viele Leute, die dort wohnen. Ich hatte damals die ersten zwei Lehrjahre gewohnt, im dritten Lehrjahr spätestens bin ich dann nach Dresden gezogen, weil das hält man dort nicht aus. Ab 16 Uhr, wenn die ganzen Mitarbeiter weg sind, werden dort die Bordsteine hochgeklappt, es gibt nichts mehr. Und Glashütte an sich ist ein ganz, ganz kleiner Ort bloß. Und eigentlich besteht Glashütte aus 7 Uhrenmanufakturen oder Herstellern und was haben wir da noch? Eine Uhrmacherschule. Die Schule ist tatsächlich auch direkt in Glashütte. Genau, die ist am ganz anderen Ende von Glashütte. So ein bisschen abgeschlagen wirkt die da. Direkt neben der Tankstelle. Aber ansonsten kann man da, ja, sieht man in Glashütte nicht viel. Wenn man sich für die Uhren interessiert, klar, dann kann man sich die Manufakturengebäude mal von außen ansehen, wenn man nicht gerade eine Führung irgendwie bekommt. Und das Museum. Aber mehr als das Museum gibt es da für Touris eigentlich nicht. Man könnte dort nicht mal schön Mittag essen. Das ist leider sehr traurig. Die könnten da viel mehr draus machen. Mit einer Ausnahme vielleicht, ich werde auch mal kurz erzählen. Ich war einmal in meinem Leben tatsächlich in Glashütte. Das war mehr spontan. Ich war mit meiner Frau damals Dresden besuchen. Und dann war irgendwie ein Großereignis in Dresden. Und das war irgendwie unser letzter Tag. Und wir wollten da irgendwie nicht mit Verkehrschaos konfrontiert werden.
sodass wir dann halt rausgefahren sind nach Glashütte. Das war ein Sonntag, glaube ich. Und hatte halt auch nicht viel offen, außer das Museum. Also das Museum war echt gut, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, ja. Aber halt tatsächlich, da, wie du sagst, man fährt ja über Stock und Stein und da ist halt wirklich nichts. Wir haben dann da noch einen Döner gegessen. Also die Dönerbude war echt ganz nice. Oh, der war richtig gut. Also der Döner wirklich in Glashütte, das war ein Spitzendöner. Ja. Und das war dann wahrscheinlich auf deinem Speiseplan stand immer ganz weit oben, oder? Irgendwann kam dir der Döner zu den Ohren raus. So ziemlich. Ich war fast jeden Abend dort. Ja. Ja, weil ich habe da auch geguckt, so ein bisschen, so Restaurants oder so, wir wollten da noch was essen. Man hat da echt nicht viel gefunden. Da haben gesagt, naja, komm, da ist eine Dönerbude, geh mal halt dahin. Nee, wirklich, es gibt eigentlich auch nichts zum Essen, außer den Döner dort. Es gibt oben drüber noch ein Café, aber das macht um 14 Uhr, glaube ich, zu. Also wirklich viel zu sehen hat man in Glashütte nicht. Aber das Museum ist sehenswert. Das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, definitiv. Ansonsten, wie viele Uhrenschulen? Ich glaube, in Pforzheim hat es noch eine Uhrenschule, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich glaube insgesamt, also Würzburg hat auch noch eine, es gibt noch ein paar Meisterschulen. Insgesamt sind es, glaube ich, 10 oder 12 Stück in Deutschland. Und eine Klasse, ja, das kann man schwer sagen, weil zum Beispiel alleine in Glashütte haben wir schon eine Klasse von Glashütte Original, wir haben eine Klasse von Lange und Söhne, wir haben eine Klasse von Wempe. Obwohl Wempe meistens nicht so viel waren, die wurden dann immer irgendwo zwischendrin noch untergebracht. Ich wollte gerade fragen, das war tatsächlich nicht durchgemischt bei euch, oder? Nein, also Glashütte Original und Lange und Söhne hatten immer so viele Azubis, also zu unserer Zeit noch. Nach mir weiß ich, sind es deutlich weniger Azubis geworden, weil es da viele strukturelle Veränderungen in der Firma gab. Mhm. Da sind die Azubis deutlich zurückgegangen, wie die dann in der Berufsschule waren, ob da bloß 2 in einer Klasse saßen, das kann ich nicht sagen. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir tatsächlich Glashütte Original hatte eine Klasse, Lange und Söhne hatte eine Klasse und Wempe müsste, glaube ich, irgendwo mit eingebaut worden sein. Und dann hat die Uhrmacherschule ja auch noch nicht dual ausgebildet, also wirklich nur in der Schule. Mhm. Und da gab es auch noch mehrere Klassen sogar. Aber dass das nicht durchgemischt wurde, findest du es nicht ein bisschen schade? Also ich habe ja vorhin auch gesagt, ich habe ja eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Hm. Und da waren wir von meinem Ausbildungsbetrieb damals, glaube ich, 3 oder 4. Und dann, glaube ich, Gesamtklassengröße 30 oder sowas. Und dann war natürlich wild durchgemischt. Ja, also ich fand das eigentlich ganz cool, weil jeder hat mal so berichtet, wie es bei ihm oder ihr im Betrieb läuft. Und also ich habe es eher eigentlich als cool empfunden. Nee. schwer zu sagen. Ich habe das halt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber hätte ich es jetzt deutlich besser gefunden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil wir waren immer mit denen zusammen, die wir sowieso schon hatten. Und wir hatten ja trotzdem unsere Pausen. Wir hatten auch damals dann andere Azubis aus dem Lehrjahr nach uns, glaube ich. Also da waren wir im zweiten Lehrjahr, dann sind die gekommen. Die hatten dann mal so eine Art Uhrmacher-Stammtisch dort eröffnet. Und dort sind dann eigentlich ziemlich aus allen Firmen alle Uhrmacher-Lehrlinge zusammengekommen. Mhm. Das war eigentlich schon ganz cool, ja. Aber so in der Klasse, man saß ja eh bloß da, hat dem Lehrer zugeschaut und in den Pausen konnte man sich unterhalten. Und das haben wir da so oder so gemacht. Okay. Dann noch eine Frage vom Zen Hunter. Welches war dein größter Fehler beim Zusammenbau einer Uhr oder generell mit einer Uhr in der Ausbildung? Ich möchte noch ergänzen, was war vielleicht dein peinlichster? Also ich wollte ja ein bisschen im Dreck graben. Oh, was ist mein peinlichster Fehler? Nein, komm, bleiben wir mal beim größten, was der Zen Hunter geschrieben hat. Der größte Fehler beim Zusammenbau einer Uhr? Du, da gab es viele. Also wir haben ja viel kaputt gemacht, so ist ja nicht. Hast du mal eine Uhr zum Explodieren gebracht? Zu Hause, hier ja. Also hier in meiner eigenen Werkstatt ja. Das möchte ich kurz einschieben, das möchte ich kurz erzählen. Da habe ich eine Uhr bekommen, die war anscheinend nicht komplett wasserdicht und im wasserdichte Prüfgerät wird der Druck reingepumpt und wenn die Uhr nicht dicht ist, dann geht der Druck in die Uhr rein. Und dann sagt das wasserdichte Prüfgerät irgendwann, oh verdammt, hier ist irgendwas nicht dicht. Und dann lässt er schrittweise die Luft ab. Das heißt, er macht immer so pfft, pfft, und lässt dann so die Luft stückweise ab, damit dieser Überdruck, der sich dann in der Uhr befindet, die Uhr nicht sprengt.
Aber in dem Falle war es irgendwie so, dass von außen der Luftdruck reinkam in die Uhr, aber von innen nicht mehr rauskam. Jetzt hat das Wasserdichteprüfgerät die Luft abgelassen, zwar so langsam, wie ich es gerade erklärt habe, aber ja, dann ist der Deckel aufgegangen und ich schiebe dort von oben so einen Taster auf die Uhr drauf. Und dieser Taster, als ich den nach oben geschoben habe, macht es auf einmal einen Knall. Und dann ist mir das Glas inklusive Sekundenzeiger um die Ohren geflogen. Ich musste dann erstmal eine Viertelstunde lang den Zeiger suchen, weil es irgendwie weggefetzt hat. Ja, Sebastian schreibt gerade, hoffentlich war das nicht mein. das war. Nein, war nicht deine. War nicht deine. Ich war gerade auch gar nicht. Also der, den es betrifft, der weiß es sogar tatsächlich. Aber ja, die Uhr habe ich tatsächlich mal gesprengt. Ansonsten habe ich eine Uhr gesprengt? Nee. Nee, und ich wüsste jetzt auch nicht, ich kann dir gar nicht sagen, was mein größter Fehler mal war. Klar haben wir hin und wieder mal was kaputt gemacht, was immer richtig blöd ist, wenn du gerade die Spirale richtest oder so und dann rutschst du mal ab oder wie man es halt so kennt, man hat mal so ein Schüttler vom Körper her. Und wenn du da halt mit der Pinzette gerade diese Spirale festhältst und du reißt einmal an dieser Spirale an, dann ist die im Arsch. Direkt im Müll werfen, oder? Ja, so ziemlich. Also man kann die schon wieder zurechtbiegen und alles wieder schick machen. Aber das ist sehr schwer, die wieder ordentlich hinzubekommen. Und das größte Problem ist einfach, dass sie dann so viele Knicke und Griffstellen hat, dass sie in dem Moment beim Anpacken so weich wird, dass sie nicht mehr auf eine ordentliche Amplitude oder einen ordentlichen Gang kommt. Ich sehe schon. Du warst einfach so ein Musterschüler. Da kann man Also, gar nicht von größter Fehler sprechen. Musterschüler war ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich hatte einfach eine sehr große Passion für den Beruf. Es hat mir alles von Anfang an so viel Spaß gemacht, dass ich immer alles gegeben habe. Und deswegen war ich tatsächlich sehr gut, ja. Ich war auch eigentlich der Klassenbeste. Ich habe ja dann auch noch Kammerbeste bekommen zum Abschluss zur Prüfung. Und weil es mir halt einfach tierisch Spaß gemacht hat. Ich habe halt zu Hause auch gelernt, obwohl wir keine Prüfungen geschrieben haben und so Zeug. Ja, aber so direkt, dass ich sage, boah, da habe ich was richtig radikal kaputt gemacht, könnte ich jetzt nicht sagen. Alles gut. Ich wollte dich noch ein bisschen kitzeln, damit du doch damit rausrückst, endlich. Ich versuche es nächstes Mal nochmal. Zen Hunter fragt noch eine richtig coole Frage. Was ist denn, wenn ihr im Klassenzimmer schlechte Luft habt und richtig lüften müsst? Ja, keine Ahnung, Corona-Pandemie oder so. Ja, vielleicht nicht nur, aber man kann ja nicht einfach bei den immens vielen kleinen Teilen voll aufmachen. Aber da möchte ich vielleicht noch kurz zu ergänzen, die Frage, hat man tatsächlich auch Teile in der Schule im Klassenzimmer da gehabt oder war es nur Theorie, PowerPoint-Präsentation und so Zeugs und die Kleinteile sind dann quasi der Uhrmacherwerkstatt bei Glashütte, Original in dem Fall, bei dir jetzt. War Ja. das so oder? Ja, also da muss man unterscheiden. Wir hatten ja Berufsschule und Glashütte Original als Schule, als Ausbilder sozusagen. Bei Glashütte Original haben wir halt hauptsächlich nur eigentlich mechanische Armbanduhren gemacht und wir hatten nochmal einen Großuhrkurs. Und in der Berufsschule gab es hauptsächlich Theorie. Und das Einzige, was wir dort in der Praxis gemacht haben, waren die Quarzuhren. Das wurde von Glashütte Original so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die haben ja keine Quarzuhren. Warum sollten sie uns auch daran ausbilden? Ich fand es gut, weil bei einer Quarzuhr kannst du am Ende im Endeffekt nicht viel machen. E-Block tauschen und dann vielleicht noch eine Revision machen, aber oder Batterie tauschen und dann war es das aber schon. Das ganze Ding ordentlich durchtesten ist klar, damit man überhaupt weiß, was man tauschen muss. Aber ansonsten hat man bei Quarzuhren echt Probleme. Und mechanische Uhren bereiten deutlich mehr Spaß. Man kann deutlich mehr machen, ausbessern. Und deswegen habe ich mich auch auf mechanische Armbanduhren spezialisiert und mache die jetzt auch mit Chrono Restore. So ein Batterietausch ist wahrscheinlich jetzt nichts, wo man Nervenkitzel hat, oder? Also ich habe es ja schon selbst gemacht. Das ist ja in der Regel relativ simpel, ja. Wobei ich Ja. mich dann frage,
ist dann eigentlich, also jetzt kommt mir jetzt spontan selbst die Frage, ist dann jetzt in einem so Kaufhof und so, da gibt es ja auch immer dann so Leute, die wechseln dann die Batterien und machen Wasserdichtigkeitstests. Sind das auch Uhrmacher? Ich meine, ist eine offene Frage, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich frage mich das halt einfach, weil es natürlich jetzt nicht unbedingt das, fairerweise muss man sagen, natürlich eine andere Welt, wie wenn man jetzt irgendwie ein Rolex Manufakturkaliber irgendwie revidiert, ja. Ja, es ist Schöne oder Schlimme, was ich nicht so toll finde und was eigentlich den Markt auch versaut. Du dürftest auf deinem Uhrenblock schreiben, dass du Uhrmacher bist. Tatsächlich, okay. Uhrmacher ist kein geschützter Begriff. Man benötigt theoretisch, um sich Uhrmacher zu nennen, keine Ausbildung. Und somit dürftest du auf deine Webseite schreiben, dass du Uhrmacher bist. Cool, gleich mal machen. Gleich mal durchziehen. Ist ein bisschen traurig, weil solche Schlüsseldienste oder ähnliches, die bieten ja auch auf Batteriewechsel an, oder wie du schon sagst, in irgendwelchen Kaufhäusern sitzt da irgend so ein Typi, der mal irgendwas gemacht hat. Oder oft waren es damals auch, haben sie ja die ganz ältere Generation, ich glaube 2 oder 3 Generationen vor mir, die haben ja tatsächlich immer Optiker dazu gemacht. Das waren meistens Optikerläden mit Uhrmacherei. Und das haben die halt so weitergegeben an ihre Junioren. Und die denken jetzt, okay, mein Papa hat mir mal beigebracht, wie man Wecker zerlegt und wieder zusammenbaut. Jetzt kann ich das, jetzt darf ich mich Uhrmacher nennen. Aber die versauen halt oft viel. Und das merke ich jetzt tatsächlich in der Selbstständigkeit ganz oft. Ich bin der letzte Ausweg für die Leute, die irgendwo waren. Und dann wurde da ziemlich viel Pfusch an der Uhr bereitet. Und dann fängt die Ja. Kacke Ja, tatsächlich gar nicht mehr so leicht, auch für die Leute überhaupt noch einen Uhrmacher zu finden, gell? Ich meine, man liest ja immer wieder davon von Leuten, die halt ihren Betrieb oder ihre Wirkstätte, sage ich mal, aufgeben, ja. an. Einfach, weil einfach auch kein Nachfolger vielleicht da ist in der Familie, der es weiterführen will, ja, der einfach andere Interessen da sind und das ist ja schon ein Problem, ja. Also Uhrmacher ist ja leider ein aussterbender Beruf und auf der anderen Seite braucht man eigentlich die Fachkräfte. Also jetzt komme ich wieder mit meinen Zahlen. Lass mich mal kurz mal schauen. Das war eigentlich ganz spannend. Habe ich gefunden. Und zwar bis 2026 wird der Fachkräftebedarf wegen der weltweit hohen Nachfrage nach Swiss-Made-Uhren, also bezieht sich jetzt auf Schweizer Uhren, aber das kann man sich ja gedanklich übertragen, auf Swiss-Made-Uhren nochmals kräftig steigen. Und zwar um 12,5%. Also man braucht bis 2026, also in 3 Jahren, braucht man 12,5% mehr Fachkräfte. In der Schweiz, ja, knapp 4000 neue Mitarbeiter, vor allem in der Produktion, müssen ausgebildet oder angeworben werden. So, gut, jetzt ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht jeder Mitarbeiter in der Produktion muss jetzt ein Uhrmacher sein. Ja, da gibt es dann ja auch den, weiß ich nicht, den CNC-Techniker oder so, ja, Werkzeugmaschinen, die sich einfach damit auskennen. Das müssen ja nicht unbedingt Uhrmacher sein, das ist wahrscheinlich auch nicht zielführend, die müssen sich halt mit den Werkzeugmaschinen auskennen. Ja, aber trotzdem, du brauchst schon eigentlich für die meisten Schritte Uhrmacher. Also klar, es gibt jemanden, der die Gehäuse fräst und so weiter. Aber das sind auch oft für die meisten Hersteller sind das tatsächlich sogar noch Einkaufprodukte, dass die das gar nicht selber machen, sondern die meisten beschränken sich ja tatsächlich aufs Einschauen und dann Verkauf, Marketing und so weiter. Aber sobald es eigentlich ab dem Gehäuse brauchst du einen Uhrmacher. Also wer das danach noch hinkriegt, der hat sich gut was beigebracht, aber der kann halt dann auch nur das. Und wenn dann mal welche Fehlerprodukte kommen, dann kommt er da nicht großartig weiter. Garantiefälle, wo das Werk doch mal ein bisschen spinnt, ja, da können die dann bloß noch Werktausch machen, weil sie sich selber beigebracht haben, das Werk zu tauschen. Ich habe jetzt mal mir ein bisschen was über das Werksystem 51. Hattest du das schon mal? Kennst du das? Das ist von der Swatch Group ein Wegwerf-Automatikkaliber. Man Oh. munkelt, dass das in der neuen Kooperation von Swatch mit, ja, also mit dem Moonswatch-Nachfolger jetzt da Einzug finden soll. Und ich fand das ja Okay. ganz, ganz spannend. Ich hatte noch nie eins selbst in der Hand. Aber das ist tatsächlich als Wegwerfkonstruktion. Das wird voll automatisiert auf einer Fertigungsstraße mit Robotern und allem produziert. Also da gibt es eigentlich nur noch Leute, habe ich gelesen, die halt vorne im Prinzip dann das Material irgendwo reinkippen oder so, ja, Ja. und hinten kommt dann das fertige Uhrwerk raus. Es geht nicht mal eine Reglage wohl bei diesem Uhrwerk. Das ist nur möglich, das auszutauschen, wenn das jetzt irgendwie stark magnetisiert ist oder so, ja.
die Reglage macht im Produktions- oder in der Produktion schon ein Laser, ja, und da fasst gar kein Uhrmacher mehr Hand an, ja. Das ist natürlich schon echt krass, ne? Also das genaue, eigentlich so für mich, als ich es gelesen habe, für mich geht da echt so, auch so der Nachhaltigkeitsgedanke, wenn ich ein mechanisches Uhrwerk denke, ich schon immer, auch bei einem simplen Sellita denke ich dran, naja, das ist ja auch schon was, wo man lange was von hat, es ist reparierbar, ja, man kann eine Revision drauf machen, ja, und dann kommt so ein Werk und dann vollautomatisch produziert, wo dann halt der Hersteller, in dem Fall Swatch Group, sagt, das lohnt sich nicht, das zu reparieren, das wird halt ausgebaut, welche schmissen und dann ja, kommt Neues rein. Ja. Also ich fand's ein bisschen krass. Ja. Hattest du schon mal eins in der Hand, oder? Was? Hattest du schon mal eins in der Hand? Nein, tatsächlich in der Hand hatte ich sie noch nicht. Ich kenne die aber es, ich muss auch sagen, Ether 2824 zum Beispiel, habe ich gehört oder wurde mir damals von einem bei Glashütter genau aus dem Service gesagt, der war mal bei ETA in der Produktion und er sagt, alle 16 Sekunden fällt hinten ein fertiges Werk raus. Alle 16 Sekunden. Mhm. Und die haben eigentlich auch nur noch zwei Menschen an dieser Maschine sitzen, einer schmeißt vorne alles rein und hinten sitzt einer oder mehr Uhrmacher, um die Spirale zu legen und die Uhr zu regulieren. Ja. Ansonsten macht alles die Maschine. Ja. Und Jürgen Glashütte hat zum Beispiel auch einen richtig geilen, also die bekommen ja, das ist die einzige Marke, die von ETA alle Teile einzeln bekommen. Die bekommen kein fertig montiertes Uhrwerk, sondern alle Teile einzeln, bauen die auch zusammen. Aber es gibt dann zum Beispiel einen Ölautomaten. Da gehen die hin, da stellen die ihre Palette mit 100 Uhren rein und dann kommt dort immer von oben dieser kleine Ölgeber, der weiß anhand der Koordinaten, wo er hinfahren muss und setzt immer die gleiche Menge Öl genau an dasselbe Rad. Die wollen halt ihr Made in Glashütte halt im Prinzip, ne? Dadurch, dass sie die Teile halt aus der Schweiz dann angeliefert bekommen. Genau. Die wollen halt ihr Made in Glashütte, gibt es auch die neue Glashütte-Verordnung, das müssen sie natürlich einhalten, wollen das auch natürlich einhalten. Genau. Gut, und dann muss man natürlich dann sich mit den Komponenten einzeln beschäftigen, ne? Also ja. Das ist ja. Gut, das haben sie aber schon immer gemacht. Aber ja, tatsächlich müssen sie da immer gucken, dass sie da dranbleiben, dass es nicht zu wenig wird. Aber ich glaube, eher mehr Probleme haben da dann solche Marken wie Mühle, die halt wirklich hauptsächlich einschalen, vielleicht ein bisschen was abändern, bei dem einen oder anderen Werk auch mal eine eigene Brücke oder sowas verbauen. Aber die haben auch Werke, die sie einfach nur einschalen. Ja, das stimmt. Ja. Die Mühle hat, die werben auch mit der eigenen Spechthalsregulierung, wo die sicherlich dann auf dem Weg dann eigene Wertschöpfung mit reinbringen und dann halt eben das Made in Glashütte zu erreichen. Gut, aber nehmen wir mal hier, also erstmal hallo an Michael, wir gucken nochmal in den Chat. Hallo. Guten Abend, Michael. Und der Zenhunter hat nochmal eine Frage, finde ich sehr cool, die Frage. Hast du schon mal eine Uhr revidiert, die über 250.000 Euro kostet? Oder was war die teuerste in deiner Hand, die du zur Revision da hattest? Würde mich auch mal interessieren. Okay, womit soll ich anfangen? Die teuerste, die ich in der Hand hatte oder die teuerste, die ich revidiert hatte? Mach mal beides. Mach mal beides. Ich fange an mit, was ich revidiert hatte. Revidiert hatte ich... Ja, das ist jetzt die Frage. Soll ich die Ausbildung dazu zählen oder ohne Ausbildung? Wie du magst. Also ich glaube, in der Ausbildung war das teuerste, was ich mal hatte, 20.000. Gut, da hatte ich aber auch kein Gehäuse und sowas. Das war wirklich nur das Werk, was ich da hatte. Das teuerste, was ich bei mir in der Werkstatt hatte, waren 24.000 müssten das gewesen sein. Und die teuerste, die ich in der Hand hatte... Das ist eine ziemlich geile Geschichte. Da habe ich noch bei Glashütte Original gearbeitet und die haben eine Uhr rausgebracht, die auf 25 Stück limitiert war. Und da damals fast alles in Richtung chinesischer Markt, asiatischer Markt gelaufen ist, sind die Leute da drüben sind sehr abergläubisch und somit hat sich die 13. Zahl unglaublich schlecht verkaufen lassen. Und um das Ganze zu beheben, haben die Nummer 13 von den 25 Limitierten nochmal limitiert. Und zwar auf nur eine. Und haben das gesamte Gehäuse mit 285 Brillanten besetzt. Und okay. Das war eine Uhr mit Zeitzonenverstellung und allem drum und dran. Also das war schon ein Riesenschinken. Das war auch eine sehr dicke Uhr. Da kam der Wert dann quasi hauptsächlich von den Brillis. Ne?
Würde ich gar nicht behaupten. Erstens mal, weil es die Uhr nur einmal auf dieser Erde gibt, weil sie halt auf eins limitiert ist. Dann mit den Brillis, aber die Brillis bringen nicht den krassen Wert ran. Und das Werk an sich oder die Uhr an sich war schon teuer. Und die Uhr hat 980.000 Euro gekostet. Da durften wir tatsächlich staffelweise, durfte die gesamte Firma da in diesen Vorstellungsraum von Glashütte Original gehen. Und dann gab es dort tatsächlich drei Mitarbeiter, die haben sich dort hingestellt und haben jedem Einzelnen die Uhr gezeigt. Und dann war, jetzt darfst du Lucky Lucky machen und dann darfst du wieder gehen. Okay, also war dann schwierig, die kurz einzupacken und ab nach Mexiko, oder? Oh, da gab es. Nee, geht nicht. Also ich habe Schade. zwar keine Waffen gesehen, aber ich bin mir sicher, da hättest du eine Kugel im Rücken gehabt. Ja, Pfeil und Bogen. Ja. Ja, spannend. Ja. Ja, Aber man warte. hantiert natürlich jetzt gerade bei so Luxusuhrenherstellern wie Glashütte Original, hantiert man natürlich mit Werten, ne? Hat man, also mit monetären Werten. Also hat man da, weiß ich nicht, ich sage jetzt, ich werfe mal einfach zwei Begriffe, Angst, Respekt oder keine Ahnung, was war so dein Gefühl? Hattest du da so einfach, ja, oder hattest du vielleicht sogar am Anfang ein bisschen Angst, auch sowas in die Hand zu nehmen? Und, was ist, wenn mir das jetzt runterfällt und oh, ich rutsche einmal ab, ziehe da einen Kratzer rein oder so? Da, oder darf man das gar nicht haben, weil man sonst eh direkt verloren hat? Also ich glaube, Angst darf man gar nicht haben. Angst ist halt immer so eine Sache, wenn du mit Angst rangehst, passieren Fehler. Ich bin noch nie mit Angst an irgendwelchen Uhren rangegangen. Ich dachte mir immer, Fehler passieren und wenn er passiert, dann kann ich es nicht ändern. Ich bin auch nur ein Mensch und keine Maschine. Ich bin noch keine Maschine. Oh, okay. Das ist ja auch was, wenn ich mal eine Pinkelpause brauche, was würde ich dann machen? Ja, dann Ne? kann ich was singen. Wunderbar. Sehr schön. Und ja, also, nee, Angst hatte ich nicht. Angst hatte ich auch noch nie, egal an welche Uhr ich rangegangen bin. Ich hatte Respekt. Ich bin an viele Uhren langsamer und deutlich kontrollierter, bedachter rangegangen als an andere Uhren. Das muss man, glaube ich, auch einfach machen, weil wenn man bei 30.000 Euro abrutscht, ist es halt nun mal teurer, als wenn man es bei 300 Euro macht. Aber zur Kasse gebeten wird man dann von der Ausbildung nicht, oder? Was? Also die bitten dich dann nicht zur Kasse, oder? Die schicken dir nicht eine Rechnung, oder ziehen die das von deinem Ausbildungsgehalt ab, oder? Dafür gibt es Versicherungen. Also ich bin da ziemlich stumpf. Also ich muss auch immer sagen, manche haben ja teilweise zum gefühlt fast zum Heulen angefangen, weil sie mal was kaputt gemacht haben. Es gab aber auch im Pforzheim bei meinem Schüleraustausch habe ich tatsächlich mal ein Zifferblatt kaputt gemacht. Das war ein Klavierlack-Zifferblatt. Und da war ein Fussel drauf. Und wir haben wie so eine Art Knete, Ivory oder Rudico nennt sich das. Und mit der können wir Fusseln abtupfen sozusagen. Aber Klavierlack-Zifferblätter sind so empfindlich, sobald du dort einen Tupfer drauf machst, sind Kratzer drauf. Du hast keine Chance. Und Husten ging nicht. naja, irgendwie kleben manchmal diese Fusseln so, dass Pusten eben nicht funktioniert. Und Pusten ist auch immer nicht gar nicht so gut, weil es kann sein, dass du damit die Öle aus den Lagern rauspustest. Auf jeden Fall habe ich da halt weggetupft und der Typ hat einfach zu mir gesagt, du, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und er hat dann auch erzählt, er hat mal an einem Tag 20.000 Euro kaputt gemacht, indem er einfach mal zwei Muschelzifferblätter zerbrochen hat. Oha. Das war ein bisschen Ja. teuer. Ja, na gut, gehört dazu auch Ausschuss, ne? Das ist ja, ich meine. Das passiert, das kann man auch nicht ändern. Es passiert auch bei mir, also auch heute noch in meiner Werkstatt. Es ist einfach so, gerade Schrauben sind manchmal sehr empfindlich. Drehst die Schraube rein, auf einmal macht es Klack, ist der Schraubenkopf weg, weil die halt einfach Toleranzen in der Schraubenfertigung haben. Der Schlitz ist zu tief und somit sitzt der Schlitz genau auf dem Gewinde auf. Und wenn du dann Kraft aufbringst und drehst, dann dreht es einfach den Kopf oben von der Schraube ab. Und dann kannst du bloß noch hoffen, dass das Gewinde nicht zu weit drin steckt, sondern dass du das Gewinde noch rauskriegst, weil sonst Oder kannst du du. hast zu viel Krafttraining gemacht, Leon. Das kann natürlich auch sein. Ich bin ja auch End der Pumper. Ja, sieht man.
Wir haben hier nochmal eine Frage vom Zen Hunter. Ich versuche die gerade mal, ich weiß nicht, ich glaube, hier gibt es so eine Einblendfunktion. Ich versuche es mal. Oh, guck mal, das ist ja hier. Das hab, Oh. ich habe die gerade gefunden. Das ist ja. Das ist ja richtig geil. Ja. Also, der Zen Hunter fragt, was hat dich in deiner Ausbildung am meisten genervt? Und dann fragt er noch, was hat dich in deiner Ausbildung regelmäßig zur Weißglut gebracht? Ich glaube, das kann man wahrscheinlich sogar zusammenziehen oder wenn du es trennen möchtest, also was hat dich genervt? Was hat dich zur Weißglut gebracht? Also eigentlich zur Weißglut gebracht, es gab schon viele Uhren, die ich so gerne durchs geschlossene Fenster geworfen hätte. Es gab auch Uhren, wirklich, da musste ich aufstehen, rausgehen, rauchen, kurz Pause machen, runterkommen, bevor ich mich dort wieder hinsetze, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch 5 Minuten da dran sitze, dann stirbt jemand. solche Fälle gibt es auf jeden Fall. Meistens kommt sowas bei ganz kleinen, bösen Friemelarbeiten. Wer meinen Bericht gelesen hat zu den Stoßsicherungen, Stoßsicherungsfedern sind so Kandidaten, Stoßsicherungen ölen, dann nimmt man nämlich nur den Deckstein, dreht den um mit der flachen Seite nach oben, setzt einen ganz kleinen Ölpunkt oben drauf und dieser Ölpunkt muss jetzt schon die richtige Größe haben. Und dann nimmt man den Lochstein und setzt den drauf. Und wenn ich dann das ganze Ding umdrehe, muss der Ölpunkt mittig sein und die richtige Größe haben. Und das ist manchmal wie verhext, kriegt man manchmal nicht hin. Meistens klappt es eigentlich aufs erste, spätestens aufs zweite Mal, aber bei manchen Uhren sitzt du einfach mal 20, 30, 40 Minuten da und versuchst diese blöden Decksteine zu ölen. Da kriege ich manchmal die Krise, ja. Spirale richten ist manchmal auch nicht so schön oder Klingenspiel. Das Klingenspiel einstellen ist auch so eine richtig tolle Arbeit. Weil wir haben ja einen Rücker, der über die Spirale so drüber greift und diesen Rücker kann ich hin und her schieben und die Spirale länger oder kürzer machen. Und darüber reguliere ich ja auch die Uhr. Und in diesem Rücker, in diesen zwei Stiften, die so über die Spirale drüber greifen, muss die Spirale genau mittig dazwischen sein. Die darf nicht rechts anliegen, die darf nicht links anliegen, sondern die muss genau mittig sein. Und rechts und links neben der Spirale muss eine Breite der halben Spiralenbreite Platz sein. Also die Rückerstifte dürfen nur so weit auseinander sein, dass zwischen den beiden Stiften zwei Spiralendicken reinpassen und die Spirale muss genau in der Mitte liegen. Und das muss eingestellt werden. Ach du Scheiße. Ja. Also ich musste gerade parallel dran denken, ich verzweifle ja manchmal schon, ich kürze ja meine Bänder meistens selbst, da verzweifle ich ja manchmal schon. Ja. Das ist mir manchmal schon, wenn es nach 10 Sekunden nicht fertig ist, dann bin ich auch schon da am Fluchen im Keller, wo ich auch meine Fotos mache für den Blog und so, da habe ich auch so ein bisschen, was man halt so über die Jahre ansammelt, so Uhrmacher-Zeugs, so Schraubendreher und so, und dann mache ich meine Bänderkürzungen in der Regel selbst und ich bin da manchmal bei so einer eigentlich aus deiner Sicht wahrscheinlich völlig groben Arbeit. Für mich ist das schon schlimm. Also ich manchmal ganz übel. Also vor allem, wenn du noch anfangen musst zu klopfen. Also ich mag gerne verschraubte Bandglieder. Ja. Wobei, ganz ehrlich, ich habe auch schon Uhren da gehabt, da sind die Bandglieder so krass verschraubt. Also ich weiß nicht, ob da hat wieder wirklich jemand zu viel Krafttraining gemacht oder so, ich weiß es nicht. Ja. Die sind verklebt. Ja. Aber wie kriegt man die dann auf? Also, außer mit Kraft. Heiß machen. Okay. Da ist im Endeffekt eine Schraubensicherung drin, sowas wie Loctite. Ich nehme dafür auch Loctite. Ja. Und dieses Loctite richtig, richtig heiß machen. Also, Handschuhe anziehen. Am besten so einen kleinen Bunsenbrenner. Warte, ich hole den mal. Ey, oder beim Bunsenbrenner, da verfärbe ich doch das Metall, oder nicht? Bei Edelstahl normalerweise nicht. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich hätte jetzt einen Föhn rangehalten. Hä? Ich hätte jetzt einen Föhn rangehalten. Nee, das reicht bei aller Liebe nicht aus. Nein. Okay. Teilweise musst du, um einen Tubus zum Beispiel rauszubekommen, also da, wo die Aufzugswelle durchgeht, musst du das Gehäuse teilweise auf 400 Grad aufheizen.
Okay, da reicht ein Föhn. Also mein Föhn reicht da nicht. Reicht locker aus. Ja. Nee, teilweise wären die Gehäuse schon blau dabei, ja, tatsächlich. So leicht gelb-blau wären sie da manchmal. Meistens nimmt man den Tubus eh bloß raus, um das Gehäuse aufzuarbeiten. Das heißt, ich poliere die oberste Fläche sowieso wieder weg. Mhm. Bei Band ist es ein bisschen schwierig. Die müssen aber meistens gar nicht so heiß werden, weil die Gewinde deutlich kleiner sind. Da ist gar nicht so viel, oder da brauchst du dann am Ende nicht so viel Kraft. Der Kleber muss halt nur ein bisschen angelöst werden, ein bisschen zäh werden. Und das schaffst du durch Hitze. Also einfach tatsächlich mal ein Feuer drunter halten, schön heiß machen. Mit einem Bunsenbrenner funktioniert es besser, dass es sich nicht verfärbt. Mit einem normalen Feuerzeug, das rußt immer so ein bisschen. Und dieser Ruß ist halt dann dieses Verfärben, was du dort hast. Also mit einem richtigen Bunsenbrenner schön in die blaue Flamme halten, schön in die Spitze, dann wird das Ding schön warm und dann kannst du es ohne Probleme rausdrehen normalerweise. Gut, ich schreibe es mir auf meine Einkaufsliste. Mach das mal. Eine Frage noch vom Zen Hunter, wo wir es ja auch gerade von Mikroarbeiten hatten, sage ich mal, und klein. Ja, also wir haben ja jetzt schon auch die Thematik, man muss natürlich auch eine gewisse Grundgeschicklichkeit mitbringen. Ja, und man handhabt ja auch im Prinzip so Schrauben der Goldschatons. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie groß sind die? Hast du eine Zahl? Boah. Also ich bin sowieso sehr schlecht im Schätzen. Ja, vorhin war doch gut damit. Du hast die Azubis, hast du doch gut geschätzt. Ja, weil ich selber machen musste. Und weil ich ungefähr weiß, wie viel wer eingestellt hat. Also die Gewindegrößen sind verdammt klein. Wir reden von Gewinden 0,5 und es sind mit Gewinde, die noch groß sind. Ich glaube zu wissen, dass es 0,3 mm Gewinde in der Uhr gibt. Goldschatons müssen auch eigentlich nichts halten, also da liegt keine große Kraft an. Kann schon sein, dass sie so klein sind, ja. Also höchstens haben sie einen Schraubenkopfdurchmesser von 1 mm, 2, 3 mm. Das ist das absolute Maximum. Aber man misst das halt nicht. Deswegen kann man da immer schwer Zahlen sagen. Ich habe noch nie einen Messschieber an so einer kleinen Schraube angesetzt, weil bringt nichts. Okay, ja, das ist wahrscheinlich nicht so zielführend, genau. Gut, aber irgendwo in den Spezifikationen, in irgendeiner Cut-Zeichnung oder so, wird es sicherlich drinstehen. Ja. Wenn man rankommt, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du sowieso einen Jackpot. Also wenn einer von euch an solche Zeichnungen rankommt, schickt sie mir, ich brauche die. Aber ansonsten, ja, da wird es klar. Irgendwer hat das ja schon mal konstruiert. Ja. Dann noch eine Frage. Und zwar, gab es Mitschüler in der Ausbildung mit Breitling und Co. am Handgelenk? Gab es bei Glashütte Original auch Mitschüler mit einer Glashütte Original? Du hast doch bestimmt auch Rabatt bekommen. Weiß ich nicht, sowas 90% oder sowas, oder? Ah ja, schön wäre es gewesen. Und kriegst du natürlich immer noch, also wir sprechen nochmal gleich. Gell? Nee, wir hatten richtig Pech leider. Eigentlich am Ende der Ausbildung war es zumindest bei den Lehrjahren vor uns so, also zwei Lehrjahre vor uns war es so, die haben eine Glashütte Original, also ihre Abschlussuhr, die Uhr, die wir wirklich in der Prüfung revisionieren mussten, die haben wir oder haben die für 300 Euro erhalten. Zwar im zerlegten Zustand, weil die Ausbilder haben es auseinandergebaut, aber ich meine, man ist nicht umsonst Uhrmacher, kann man wieder zusammenbauen. Und dann haben die tatsächlich eine komplette Glashütte Original bekommen, wo an der Seite am Gehäuse Ausbildung 2000 oder Abschluss 2020 oder sowas dann drauf stand. Weil das Lehrjahr vor uns musste die schon für 1800 Euro kaufen und wir hätten sie zum Einkaufspreis bekommen, beziehungsweise zum, keine Ahnung, was das für ein Rabatt war, 4.600 Euro. Und als jämmerlicher Azubi habe ich das dann doch nicht gepackt. Und ja, wenn ich 1.500 Euro mehr bezahlt hätte, dann hätte weder ich als Azubi oder als gerade frisch gewordener Geselle noch die Ausbilder oder Prüfer dran rumgepfuscht.
Und da muss ich sagen, dann lege ich lieber noch später irgendwann mal die 1,5 bis 2.000 Euro drauf und kaufe mir eine, die wirklich in einem Reinraum drüben in der Fertigung zusammengebaut wurde von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als dass ich da die nehme, die von mir zusammengebaut wurde, vom Ausbilder auseinander und von mir wieder zusammengebaut wurde. Das war mir dann doch schon ein bisschen wichtig, dass ich das und ich hätte auch keine Garantie bekommen und so weiter. Und für die 1,5 obendrauf hätte ich das alles noch bekommen. Das war ein bisschen schade, da waren wir einfach, glaube ich, zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gab Für viele 300 Umstände. Euro ist wahrscheinlich ein No-Brainer, aber also, was ist gesagt, das zweite, der andere Lehrjahr, 1,8. das andere Lehrjahr 1800 oder sowas. Das ist, ich meine, selbst das ist ja schon für ein Azubi und dann, du hast gesagt, bei dir wären es 4000 oder was gewesen. Da weiß ich, hat tatsächlich auch einer hat kurz überlegt, aber dann haben ihn dann alle davon abgeraten, weiter zu überlegen und zu sagen, nimm das blöde Ding. Ansonsten, ja, die 4,6 oder was, die wir hätten bezahlen müssen, das hätte sich nicht rentiert. Da hätte man wirklich, die hat auch keiner von uns genommen. Wir haben dann dafür eine ETA 2824 bekommen zum Einkaufspreis. Da hat unser Ausbildungsleiter hat da das Zifferblatt designt und ich habe das für das Lehrjahr, das sozusagen, ich war im zweiten Lehrjahr, die im dritten Lehrjahr fertig geworden sind, für die habe ich diese Uhren zusammengebaut. Und für uns hat es halt das Lehrjahr unter uns gemacht. Spannend. Nee, war ganz lustig. Also die Ausbildung an sich bei Glashütte Original, göttlich. Göttlich. Wenn ich überlege, wir haben eine Abschlussprüfung an einem Glashütte Original Kaliber 39 gemacht. Ich kenne Lehrlinge in der Uhrmacherei, die haben es an einem ETA 6498 gemacht, an einem Taschenuhrwerk. Und die dürfen sich halt am Ende Uhrmacher nennen. Gut, es ist vorgegeben von der Handwerkskammer und so weiter. Also, das sind tatsächlich Uhrmacher. Aber viele Uhrmacher haben zu mir schon gesagt, gerade Meister haben zu mir schon gesagt, sie hatten schon einige Meister da, die überhaupt nichts taugen. Und sie würden das WOSTEP-Zertifikat, das ich mitgemacht habe, würden sie als Meister betiteln. Also denen könnte man definitiv einen Meister mitgeben, weil Chronographen und sowas sind in der Ausbildung eigentlich nicht Teil der Ausbildung. Das kommt eigentlich erst der Meister. Wir haben den Tatsächlich. Chrono rauf und runter zerlegt, damit wir halt in der WOSTEP-Prüfung gut aufgestellt sind. Bei einer WOSTEP-Prüfung mussten wir dann in 16 Stunden einen Chrono revidieren, eine 2824 und eine Quarzuhr. Mussten wir alle drei Uhren in 16 Stunden. Das war schon ein bisschen knackig. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das WOSTEP-Zertifikat ist und vielleicht, wie du dazu gekommen bist? Wurde dir das angeboten oder? Weil das ist ja eigentlich ein Schweizer Zertifikat, ne? Genau, das ist WOSTEP ist eine Schule aus der Schweiz, eine Uhrmacherschule. Und die haben halt von Grund auf uns eigentlich schon in der Ausbildung mit begleitet. Wir haben halt mit der Ausbildung begonnen und da haben wir schon von Anfang an immer Aufgaben bekommen, wie eine Aufzugswelle drehen, eine Unruhwelle musste gedreht werden. Wir haben bestimmte Kurse gemacht, zum Beispiel einen Spiralkurs. Da mussten wir selber eine Spirale anfertigen. Wir haben nur einen Rohling bekommen. Das war übrigens der heftigste Kurs, den wir dort bei Glashütte Original gemacht haben. Das war richtig krass. 5 Wochen oder sowas sind wir da gesessen und haben 8 Stunden am Tag auf so einen kleinen Spiralenrohling geschaut. Und der hatte halt noch nicht die richtige Länge. Wir mussten den abzählen. Das heißt, die Spirale wird erstmal. Wie wurde das denn gemacht? Also, wir hatten eine Unruhwelle und den Reif drauf. Dann wird die Spirale, den Spiralenrohling, da gibt es in der Mitte eine Spiralrolle, die musste in der Mitte verstiftet, vernietet werden, verstiftet werden, damit der innere Anhaltepunkt der Spirale sozusagen fest war. Und dann mussten wir nach außen gehen und die Spirale mit einem kleinen Halter festhalten. Und dann mussten wir die anschwingen, dass die unten drunter schwingt. Und dann hatten wir einen kleinen Chrono, mit dem haben wir gestoppt, 1 Minute, und in 1 Minute muss die so und so oft hoch und runter hüpfen oder so und so viele Schwingungen machen. Und du musst genau auf 1 Minute selber zählen, selber den Chrono stoppen, musst du mitzählen, wie viele Schwingungen diese Unruh macht.
Wenn es zu wenig waren, Spirale kürzer machen. Wenn es zu viele waren, Spirale länger machen. Und das so lange, bis ich den richtigen Punkt gefunden habe. Und das ist die richtige Länge der Spirale. Und dann mussten wir dort noch die Endkurve dran biegen und so weiter. Alles selber machen. Wie lange saßt du da dran? Wir hatten den Kurs, hatten wir 5 Wochen lang. Am Ende hat man es geschafft, oder habe ich geschafft, ich kann nur von mir reden, auf die anderen habe ich dann nicht so geachtet. Ich habe es dann geschafft, eine Spirale innerhalb von 4 Stunden herzustellen. Okay. Oder abzuzählen. Aber am Anfang, ich glaube, die ersten 2 Wochen, ganz am Anfang hat man bestimmt 3 Tage gebraucht, um die erste Spirale zu machen. Und dann wurde es halt Schritt für Schritt immer weniger. Ich habe dann ziemlich schnell durchgeschossen, habe dann ziemlich schnell Gas gegeben und gesagt, okay, wenn ich mich hier ewig mit diesem Prozess aufhalte, dann werde ich nie schnell. Und habe dann mehr ein bisschen auf Zeit, auf Geschwindigkeit gearbeitet. Und am Ende sind die Spiralen auch echt gut geworden. Meine hätte auch fast die COSC-Zertifizierung bekommen können. Aber da habe ich dann natürlich am Ende nochmal schön mit der Pinzette reingelangt in meine Spirale und dann war das COSC-Zertifikat hinüber. Und ich hatte dann echt keinen Bock mehr, nochmal eine Spirale abzuzählen. Ich hatte nach 5 Wochen, konnte ich keine Spiralen mehr sehen. Ja, glaube ich dir. Ja. Also dieses Vostep, das ging 5 Wochen. Ne? Habe ich richtig verstanden, oder? Ne, Vostep ist ein 3000-Stunden-Kurs. Okay. Vostep hat sich durch die ganze Ausbildung gezogen. Wir hatten mehrere kleine Kurse, die unterteilt waren. Es gab, glaube ich, auch so kleine Prüfungen, die immer mal benotet wurden. Also wir mussten eine Aufzugswelle drehen, eine Unruhwelle drehen. Wir mussten den Spiralkurs machen. Und okay, dann diese 5 Wochen, das war halt dieser Spiralkurs. Das war nur dieser Spiralkurs, okay. Genau. Mhm. Okay. Und Vostep an sich ist halt insgesamt eigentlich eine komplette Ausbildung, die wir gemacht haben, nach Schweizer Standards. Und am Ende haben wir genau diese Prüfung gemacht. Theorieprüfung war mit dabei und die praktische Prüfung mit den 16 Stunden. Und eben diese ganzen kleinen Prüfungen, wo wir halt diese kleinen Abschnitte abschließen mussten, diese kleinen Kurse sozusagen. Und dann haben wir am Ende das Vostep-Zertifikat bekommen, können halt jetzt, Gott sei Dank, ein Chrono rauf und runter schrauben, während andere, die gerade frisch Gesellen geworden sind, teilweise noch nicht mal ein Chrono in der Hand hatten. Die nehmen den zwar theoretisch in der Schule durch, aber hatten, wenn die sich an oder der Ausbilder oder der kleine Juwelierbetrieb oder was auch immer, keinen Sinn dahinter sieht, dass der Chrono jetzt mal anpacken muss, sondern sagt, das kannst du später Meister machen, dann hat er nach der Gesellenprüfung keinen einzigen Chrono in der Hand gehabt. Das ist ja auch krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da reden wir ja auch von Basiskomplikationen. Also jetzt Chrono ist ja jetzt nicht so exotisch. Ich meine, da reden wir ja noch nicht über Tourbillon, ewiger Kalender und so Späße. Ja. Also ich war auch schockiert, denn ich muss ja auch sagen, ich habe es letztes Jahr auf der Watchtime erfahren. Da habe ich mich mit dem Meistermann unterhalten. Da ist ja immer so eine Meisterschule da. Mhm. Und die haben mir tatsächlich dort erst klar gemacht, Chrono kommt erst noch. Hm. Und ich dachte mir so, okay, wollt ihr mir gleich Meister geben? Oder? Ich müsste eigentlich nur noch mein Meisterstück machen. Also Chrono, ich setze mich da halt hin, die lernen dort alle Einstellungen zu machen und ich würde sie halt einfach machen, weil ich alles schon gelernt habe. Also da muss ich wirklich sagen, Glashütte Original, Ausbildung, episch. Wir hatten die beste Ausbildung, die es bestimmt in Deutschland mitgibt. Überhaupt aus Glashütte bin ich der Meinung, kommen die besten Uhrmacher. Wir haben ja noch vom Zen-Hunter noch die Frage, es passt gerade ganz gut, deswegen überspringe ich eine andere Frage. Und zwar fragt, wie prüft man, ob der Chronograph einer Uhr auch wirklich genau die Zeit stoppt, die die Uhr anzeigt? Mit der Zeitwaage. Also so wie ich die Uhr reguliere, so wird auch der Chronograph reguliert. Ich reguliere erstmal, also im Grunde genommen, Chrono funktioniert so, wir haben ein ganz normales Basiswerk. Genauso wie beim ETA 2824 haben wir das komplette Basiswerk. Vom Federhaus über das Räderwerk, über die Hemmung bis zum Schwingsystem. Das braucht jede Uhr, sonst läuft sie nicht. Und dieses Werk ist da, um die Zeit anzuzeigen. Mhm. Der Chrono ist eine Zusatzfunktion, die einfach über zum Beispiel einen Schwingtrieb, angenommen, das ist unser Sekundenrad, das sich sowieso dreht, weil unsere Uhr muss ja laufen. Und dann haben wir einen Schwingtrieb, das steht so leicht schief
Und sobald ich den Drücker zum Starten drücke, macht das Schwingtrieb so und greift auf einmal in das Sekundenrad ein. Und somit dreht sich der Chrono mit. Und durch diesen Eingriff kann es passieren, es hängen ja dann auf einmal mehr Räder am Räderwerk dran und nehmen mehr Energie raus. Und somit kann es sein, dass die Amplitude ein bisschen sinkt, der Gang ein bisschen schlechter wird. Man hat dort auf jeden Fall ein paar Einflüsse, die den Gang verändern können. Aber normal reguliere ich die so, wie wenn ich das Uhrwerk ohne den Chrono regulieren würde. Und dann guckt man sich halt auf der Zeitwaage mit gestartetem Chrono mal die Werte an. Wie ist da die Amplitude? Wie ist da der Gang? Dann stoppe ich den Chrono wieder und dann fange ich wieder zum Regulieren an. Das muss man irgendwie in gewissem Maße ausmitteln, optimieren, durch Spirale legen, vielleicht nochmal den Chronomechanismus reinigen oder ähnliches. Dazu passt auch direkt die nächste Frage. Kannst du dich daran erinnern, wie es war, deine erste Uhr komplett zusammenzubauen, zu regulieren, dass sie läuft? Was oder war das ein besonderer Moment in deiner Ausbildung? Das war richtig geil. Also es gibt nichts Besseres. Wir haben ja ewig drauf gewartet. Ich glaube, man hat es ja auch in dem letzten Bericht, den ich geschrieben habe, hat man es gesehen. Erstmal Aber ich wochenlang denke, durftest du schön mit der Feile rumhantieren und richtig. Eisenspäne einatmen. Richtig. Weißt du, wir haben uns alle gefreut. Wir wollten alle Uhrmacher werden. Und dann sagen die, ja, jetzt geht er erstmal runter, fräsen. Nee, fräsen nicht. Feilen, bohren, schleifen. Es war die Hölle. Wie im Bergunterricht in der Schule. Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Ja. Nur alles ein bisschen penibler. Wenigstens so mit Themenbezug, also musstest du irgendwie dann an einem Gehäuse-Prototypen rumschleifen oder wie muss man sich das Wir vorstellen? haben unsere eigenen Werkzeuge gebaut. Also wir haben Nietambösschen. Nutzt du die noch? Ja, oder nee, die sind viel zu schade. Die Okay. sind viel zu schön, wirklich. Eigentlich sind sie bloß da, damit sie hier mehr oder weniger vergammeln. Warte, ich hab's gleich. Das ist zum Beispiel der kleine Nietamboss, den wir gemacht haben. Da muss er halt wirklich, wir haben ein großes Stück Metall bekommen. Und wir mussten das erstmal auf Maß feilen. Es ist zwar völlig egal, wie groß diese Fläche hier ist oder wie groß diese Seite ist, aber hier muss alles perfekt rechtwinklig sein. Diese Flächen müssen perfekt eben sein. Und dann die Löcher mussten genau an die Stelle gebohrt werden, wo sie hin mussten. Natürlich mit den passenden Bohrern, ist ja auch klar. Irgendwo dort drin müsste auch ein kleiner Bohrer stecken. Da in dem kleinsten Loch kann man nicht durchgucken, siehst du? Ja. Das ist, glaube ich, 0,1er Bohrer, der mir dort abgebrochen ist. Der steckt seit Jahren dort drin, kriegst du nicht raus. Okay. Und das ist dann auch gehärtetes Material, wurde dann noch oben mit einem Flachschleifer abgeschliffen. Ich durfte dann später noch den großen. Guck, hier ist schön eingepackt, weil das viel zu schade ist, dass man es benutzt. Echt. Sieht so ein bisschen aus wie dein Butterbrot. Ich hoffe nicht, dass es ein Butterbrot aus deiner Ausbildung ist. Das sieht leider echt noch Nein. nicht mehr ganz frisch aus. Das Okay. sieht nicht mehr so gut aus. Das ist dann hier die große Platte, die durfte ich machen, weil ich mit allen Werkzeugen dann mehr oder weniger schon durch war und ziemlich schnell war. Also das ist eigentlich alles ganz gut. Als Kleine würde ich mal sagen, sieht gut aus. Ach hier, gucke, da. Sieht man das? Was ist das? Siehst du die Zahl? Ah nee, ist gespiegelt, ne? Es ist spiegelverkehrt, ja. Ja, da steht eine 1,6 drauf. Das ist die Note, die ich da drauf bekommen Okay. Haben Sie direkt draufgemalt, auch nicht habe. schlecht. Ja, die mal, wir haben das einfach drauf gekritzelt und fertig. Das ist so ein Werkzeug, das man heute noch nutzen kann. Da mussten wir halt vorne die Spitze ranfeilen und hier hinten, ne, diesen kleinen Ansatz. Ich weiß nicht, ob man den schön sieht. Einigermaßen. Und das ist zum Beispiel ein Rundlaufzirkel. Da halte ich mein Rad dran und anhand dieser Fläche hier richte ich das Rad aus und dann drehe ich das Rad und wenn das Rad irgendwie eiert, dann sieht man das da ganz schön. Und dann muss man eben die Schenkel zurechtbiegen, dass das Rad ordentlich flach läuft und alles. Der Sebastian schreibt gerade, das ist wie bei den Drummern, dass das ähnlich.
träumst vom großen Auftritt, musst aber erstmal ein Jahr Tempo auf der kleinen Trommel üben. So ist es wirklich. Also das ist echt, das war die Hölle. Wir wollten alle Uhrmacher werden und dann setzen die uns erstmal da unten rein und sagen, jetzt feil dir erstmal 6 Wochen. Du, okay. Aber ganz ehrlich, das ist doch noch ein Stück weit auch normal. Also okay. Ganz, ich hab ja gesagt, ich habe Industriekaufmann-Ausbildung gemacht. Also ich meine, ich habe ja auch noch in der Zeit Industriekaufmann-Ausbildung gemacht, wo jetzt Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten war wie jetzt. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich irgendwas durchkopiert habe. Ja? Da hieß es halt herein, bitteschön, hier ist ein Ordner. Einmal bitteschön in dreifacher Ausfertigung oder so. Ja, das, so lief das halt damals. Denkst, da habe ich Bock drauf gehabt. Ich habe natürlich auch lieber, keine Ahnung, im Vertrieb oder so Sachen gemacht. Oder von mir ist auch in der Buchhaltung. Aber das gehört jetzt nicht so. Also Kaffee kochen musste ich eigentlich nie, aber das ist ja so der Klassiker, gell? Aber so Sachen, irgendeinen Scheiß kopieren oder so, das gehört halt leider dazu. Nee, es ist auch wirklich, es war auch gut. Du musst ja erstmal von diesem normalmenschlichen Denken wegkommen. Also du arbeitest ja sonst nie mit sowas. Bis jetzt kannten wir aus der Schule vom Geodreieck Millimeter. Das war das Kleinste. Das absolute Nonplusultra. Und jetzt kommst du dorthin und dann sagen die dir, mach mal was auf 0,1 Millimeter. Mhm. Wie willst du? Geh mal an dein Geodreieck und versuch mal einen Millimeter durch 10 zu teilen. Aus ein größeres Geodreieck. Und dann musst du halt erstmal lernen, umzudenken. Wie funktioniert das? Und im Laufe der Ausbildung merkst du dann erstmal, dass 0,1 Millimeter verdammt großer Schritt ist. Dass du dort wirklich noch deutlich kleiner denken musst. Wir haben halt dann auf Hundertstel Millimeter ist eigentlich so das Normale gewesen. Beim Unruhwelle-Drehen hatten wir Toleranzen von 300stel Millimeter, also 0,03 Millimeter. Wo wir es gerade von so Mikrotätigkeiten haben, so kleine Tätigkeiten, wie oft, oder ich frage anders, musste man dir nach einem Tag Ausbildung bei Glashütte Original die Uhrmacherlupe aus dem Gesicht operieren? Die ist selber rausgefallen, weil du so brutal müde warst. Du bist einfach, wenn, dann hat sie sich in dein Gehirn reingebrannt, weil du mit dem Gesicht auf den Tisch aufgeschlagen bist und sie sich in deinen Augapfel gerammt hat. Du bist unwahrscheinlich kaputt in der Ausbildung, weil du das einfach nicht gewohnt bist, so konzentriert die ganze Zeit auf solche kleinen Dinge zu starren. Es war unfassbar anstrengend. Also gerade am Anfang, jeden Tag um 4 dort raus, erstmal auf die Couch. Und aber dann man gewöhnt sich wahrscheinlich schon ein Stück weit dran, oder? Ja, also es wird deutlich entspannter. Deswegen zum Beispiel nutzen wir auch grüne Arbeitsunterlagen. Ist immer ein bisschen blöd zum Fotos machen. Hier war mal ein Fotograf, sage ich, ist ein schöner Hintergrund? Sagt der, nö. Sage ich, ja toll. Wir nutzen halt immer den grünen Hintergrund, weil das die Augen entspannt, weil das allgemein so ein entspannendes Gefühl gibt. Also wenn ihr mal einschlafen wollt, guckt gegen eine grüne Wand, das entspannt. Da habe ich ja intuitiv richtig, das sieht man jetzt nicht, aber ich gucke permanent an meinem PC hier auf eine grün bemalte Wand. Das ist perfekt, das ist wirklich perfekt, weil das entspannt die Augen und beruhigt auch den Körper. Ja, da merke ich bei mir im Arbeitsalltag nicht viel von, aber und Beruhigung, das ist immer so eine Sache. Du musst auch mal auf die Wand gucken und nicht ständig in den PC rein. Das stimmt. Ja, ich nehme mir das mal vor, ich gucke nächste Woche mal öfter auf die Wand und dann hoffe ich, dass ich mich entspanne. Dann denke ich an dich. Sehr schön. Nochmal eine Frage hier, kam nochmal rein. Gab es Mitschüler von Adam Lange und Söhne oder Glashütte Original, die sich gegenüber den anderen Marken als besser dargestellt haben? So nach dem Motto, ich bin was Besseres, weil ich lange Schüler bin. So elitäres Gehabe, so ein bisschen. Ich meine, du musst ja nicht sagen, ob es das bei jemandem Speziellem gab, aber gab es das vielleicht überhaupt so? Hat jemand gedacht, boah, der eine, der ist nur bei, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Darum geht es ja auch nicht, aber weiß ich nicht. Ich meine, man kann ja schon, ich fange mal so an. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, die Frage zielt ja auch schon in die richtige Richtung. Adam Lange, also Adolf. Adam, ich sag mal Adam, wer? Adolf. Adam Lange, auch nicht schlecht. Wer kennt sie nicht? Nein, also Adolf Lange, also A. Lange und Söhne.
Und Glashütte Original sind ja so mit die Speerspitze in Glashütte. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Hersteller, die, sag mal, eher einschalen. Ja. Das sind trotzdem tolle Uhren, die sind natürlich auch deutlich günstiger in aller Regel. Ja. Aber es ist natürlich schon ein bisschen andere Welt. Ja. Ich glaube, das eine ist schon so, auch Glashütte Original schätze ich wirklich sehr. Schon etwas höhere Uhrmacherkunst, nenne ich es jetzt mal. Und das andere ist dann halt eben vielleicht ein bisschen mehr ja, Basisarbeit oder wie auch immer man das nennen will, weiß ich nicht. Hat wahrscheinlich schon beim einen oder anderen, der sich denkt, boah, ich bin halt schon hier bei einem cooleren Betrieb oder so, der das wahrscheinlich schon dachte für sich, oder? Also, vorstellen kann ich mir schon. Ich kann es mir auch vorstellen, dass es irgendwelche Leute gab, die sich da jetzt was Besseres gefühlt haben. Gab es bestimmt auch. Aber ich bin absolut nicht so. Ich bin überhaupt kein Mensch, der mit irgendwas angibt. Ich mag das einfach nicht. Ich bin eher so der untere Überflieger, wenn man das so nennen möchte. Was? Understatement. Ja, also mir gibt das nichts, mit irgendwas anzugeben. Ich weiß, wenn ich was toll gemacht habe, dass ich es toll gemacht habe, ich muss damit nicht angeben. Und was andere über mich denken, ist mir sowas von Schnups egal. Klar gab es das. Also in der Sporthalle, wir hatten ja auch Sport in der Berufsschule. Echt? Klar, ja, doch, tatsächlich. Wir hatten Sport. Oh, Scheiße, okay. Ja. Weißt du warum? Ich kann nur mutmaßen, damit man Muskeln hat, um eine Schraube von einem halben Gramm zu halten. Nee, also meine Theorie ist, dass die Angst hatten, dass alle Uhrmacher fett werden. Okay, ja. Weil es ist halt ein Beruf, wir sitzen nur mal 8 Stunden lang so an so einem blöden Tisch und wir bewegen uns halt wirklich kein Millimeter. Also du musst ja wirklich mal noch zur Maus greifen, soweit müssen wir unseren Arm gar nicht bewegen. Ich habe gerade überlegt, also ich hatte tatsächlich in meiner Industriekaufmann-Ausbildung, ich hatte keinen Sport, also da würde ich mich dran erinnern. Wobei, ich meine, gut, du sagst, ich greife zur Maus, aber naja, das ist erfordert jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. Also da baue ich auch nicht so viel Kilokalorien ab, ja. Aber unsere Muskelaktivität beschränkt sich halt wirklich auf den Unterarm. Mehr haben wir im Endeffekt nicht. Und den Nacken, der Stirnnacken, das den Kopf so halten. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich nie was bewegt. Und die Ausbilder haben auch immer gesagt, Leute, nach der Arbeit geht raus, macht Sport, geht irgendwelchen Sportarten nach. Es ist keine Arbeit, bei der man sich viel bewegt und ihr braucht einen Ausgleich dazu. Ja. Das haben sie tatsächlich immer wieder gesagt, was ich auch gut finde, was ich auch richtig finde. Ich finde, unsere Gesellschaft bewegt sich allgemein viel zu wenig. Leon gibt damit an, dass er keine Uhr trägt. Das ist ein Understatement als Uhrmacher. Also, angeben tue ich damit mal nicht. Ich schäme mich aber auch nicht dafür. Das ist einfach Fakt. Ich habe das schon mal gesagt. Es ist so ein bisschen wie, wenn ein Tätowierer keine Tattoos hat. Ja. Nein, ich habe jetzt, das müssen wir nicht nochmal ausgraben, aber ich finde, dein Argument ist ja auch schlüssig. Du interessierst dich halt mehr für die Technik und wenn man eine Uhr trägt, das ist ja auch klar, man, sag mal, wir Uhren-Nerds, so wie ich finde dann auch die Technik dahinter spannend und trage dann auch eine Uhr auch wegen der Technik, aber man trägt ja auch Uhren wegen der Marke, Markengeschichte, findet man die Marke sympathisch, mag ich das Designkonzept von einer Marke, das finde ich auch mal sehr gut, wenn eine Marke, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, aber wenn eine Marke stringent ein Designkonzept verfolgt, ja, Code 41, die machen das zum Beispiel sehr gut, sehr modern und sehr stringent, ja, muss man nicht mögen, gibt auch viele, die sagen, was ist das denn für ein hässlicher Klopper, ja, ist gut, ist in Ordnung, aber ich finde das einfach cool, dass die es so stringent machen, ja. Und von daher, verstehe ich schon deine Argumentation auch, ja, dass du einfach sagst so, Marken ist jetzt gar nicht so sehr dein Ding, aber du findest halt einfach die Technik dahinter saugeil. Es gibt ja so Manschettenknöpfe, weiß nicht, du hast bestimmt schon mal gesehen, Manschettenknöpfe als deine Uhrwerke. Sowas wäre doch was für dich, oder? Denke ich dir zu Weihnachten. Pass auf, eigentlich ist mein Problem, es gibt viele Uhren da draußen, die ich geil finde und die ich tragen würde. Aber die sind halt einfach außer Budget. Also es geht. Derzeit ist es so, ich arbeite und reinvestiere alles. Ich stecke alles wieder in Chrono Restore. Ich will Chrono Restore besser machen, noch besser, als es eh schon ist. Ich möchte dem Kunden was bieten. Und deswegen habe ich eigentlich seit Jahren
weniger Gehalt als das, was jemand hat, der normal angestellt ist, weil du einfach die Kohle nimmst und sofort reinvestierst. Jetzt habe ich meine Zertifizierung gemacht. Ich bin jetzt Swatch Group zertifiziert, habe von den ganzen kleinen Marken der Swatch Group, bekomme ich jetzt die Ersatzteile. Omega bin ich nur Stufe 2 zertifiziert, aber es baut sich auf. Stufe 2 zertifiziert, dass ich heißt, dass ich bis zum Gehäuse alles bekomme. Also Tubus, Bandanstöße, Bänder, Gehäuseteile, Gläser, Lünetten, Böden, Dichtungen, sowas bekomme ich alles noch. Alles, was ans Werk geht, bekomme ich theoretisch nicht mehr. Okay. Gut, aber du hast mir noch gar nicht erzählt. Ja, Glückwunsch. Also cool, dass du die Zertifizierung auch hast, ja. Ja, nee, die habe ich jetzt gemacht. Ich möchte meinen Service einfach immer besser machen. Nur darum geht es mir. Es geht da in keinster Art und Weise ums Geld. Also ich habe schon viele gehört, ja, wenn du reich werden willst, dann darfst du keine Selbstständigkeit aufbauen. Mach's wirklich nicht. Du musst das wirklich lieben, du musst alles dafür opfern und dann wird's was. Und dann nehmen es die Leute auch an. Und bei mir läuft es zurzeit sehr gut. Also wirklich, die Leute nehmen es an und ich kann auch immer weiter ausbauen. Und es dauert nicht mehr lange, dann muss ich mir Hilfe dazu holen, weil ich sonst meine Regularien, die ich mir selber aufgestellt habe, nicht mehr einhalten kann. Aber ich möchte die nun mal beibehalten. Das ist Grundstock meines Services. Ich meine, der Trend begünstigt ja auch im Prinzip deine Arbeit. Ich meine, wir hatten es ja eingangs immer mehr Uhrmacher, die in Rente gehen und das Geschäft nicht fortführen oder wo dann auch keiner in der Familie ist, der das irgendwie fortführen will und so. Und du machst ja hauptsächlich über Abwicklung, über Paketversand und online, sage ich mal, und nicht so ganz klassisch, ich gehe jetzt mal in eine Innenstadt, suche mir einen Uhrmacher. Da findest du ja heutzutage gar nicht mehr einen. Also bei mir jetzt, ich hatte jetzt das Glück, was das nächste bei mir ist, Reutlingen, da gibt es noch einen, ja, einen guten, da würde ich dann auch, nichts gegen dich, aber da würde ich auch, ja, natürlich auch bei dir, aber auch bei denen würde ich guten Gewissens meine Uhr hinbringen. Ja, bei dir selbstverständlich auch. Danke. Aber was ich sagen will, ist, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen was ich sagen will, ist, in Reutlingen, dass es da noch einen guten Uhrmacher gibt, ist es ja schon eher eine Ausnahme. Also manchmal, weiß nicht, wir hatten Bock, 200 Kilometer zu fahren, um noch irgendwo einen guten Uhrmacher zu finden. Ja, also deswegen finde ich das mit Postversand und schon gut und das begünstigt ja im Prinzip schon auch dein Geschäft, auch sicherlich langfristig. Ja. Nee, was mir auch so ist mit Uhren tragen, ich weiß, ja, die gefällt mir jetzt, aber gefällt sie mir nach 3 Wochen noch. Und das ist auch sowas, was. Bei Tattoos haben wir es wieder. Ja, genau. Das ist auch sowas, was mir so ein bisschen auf die Nerven geht. Ja, man hat die dann und dann gefällt sie mir vielleicht nach 3 Wochen nicht mehr, ist blöd gelaufen. Nee, also, ich werde die Uhren tragen, wenn ich meine eigene Marke. Du denkst einfach, du wärst einfach zu sehr am Flippen die ganze Zeit. Ja? Dann, ich meine, das ist ja die Grundkrankheit eines jeden Uhrennerds, diese Flipperei. Ja? Ja, Uhr ist da, man ist verliebt und 2 Wochen später, ja, könnt ihr mal tauschen gegen eine andere oder ich verkaufe die wieder, mach Verlust, aber irgendwie solche Geschichten. Das ist, ja, das ist natürlich so, ich bin auch ein bisschen notorischer Flipper. Das ist tatsächlich was mir anlastet. Aber ich habe so ein paar Keeper, wie man so schön sagt, ja, so ein paar Uhren, die würde ich nie verkaufen. Ja. Wobei die Uhren, die hängen tatsächlich eher an Emotionen. Das ist jetzt nicht so, also es sind auch Uhren dabei, die würde ich einfach nie verkaufen, weil ich die immer noch geil finde, auch wenn ich sie nicht immer oft trage, aber trotzdem, die würde ich einfach grundsätzlich nicht verkaufen. Aber die ich auf gar keinen Fall nie verkaufen würde, sind die, wo Emotionen dranhängen, wie zum Beispiel, ja, nenn mich romantisch irgendwie oder Romantiker, keine Ahnung, die Uhr, die ich halt bei der Geburt meiner Tochter anhatte, ja. Die weiß ich nicht, das ist halt irgendwie, wir haben jetzt damals nicht den Chronographen gestoppt und geguckt, na, wie lange dauert es, ja, wann ist er da, aber weiß ich nicht, irgendwie, die war dann halt mit dabei und die würde ich nicht verkaufen. Ja. Nee, das meiste sind eigentlich Emotionen. Wie gesagt, ich bekomme auch viele, gerade Großuhren bekomme ich rein, da rentiert sich's nicht. Das ist eine Uhr, die kriegst du auf eBay für 30, 40, 50 Euro hinterher geschmissen. Gut, du weißt nicht, ob sie noch läuft, ob sie nicht mehr läuft und wie sie läuft, aber die bezahlen bei mir halt für eine Revision 300 bis 400 Euro und sind dazu gerne bereit, obwohl die Uhr an sich nichts wert ist, aber es ist die Seele, die dran hängt. Ja, ja. Wir haben noch einige Kommentare hier, ich würde da mal reingucken.
Der Zent hat dann immer geschrieben, in 10 Jahren trägst du eine Vollgold-Rolex. Lassen wir mal so stehen. Vielleicht machen wir ein kleines Crowdfunding für dich. Das vielleicht auch. Sebastian schreibt, gut zu wissen, welche Uhr ich im Hinblick auf den Service bei dir kaufen soll. Jetzt habe ich gerade ein bisschen selbst den Faden verloren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich das sich bezieht, ehrlich gesagt. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ergänzen, genau. Der FG schreibt, mein Uhrmacher sagt von sich selbst, er gehört zum Weltkulturerbe. Ja. Auch nicht schlecht. Auch, glaube ich, so stehen lassen. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Analogie. Dann nochmal ein Kommentar. Sobald es Merchandise gibt von Chrono Restore, kaufe ich alles. Also, weißt du auch Bescheid, Leon? Was hättest du denn gerne? Getränke, Cappies? Ja, wir haben ja mal überlegt, Chrono Bros T-Shirts zu machen. Gell? Oh, Chrono Bros T-Shirt, nein, nein. Und ein Chrono Bros Bier oder sowas, das würde ich auch noch feiern. Du machst, okay. Für dich ein Gin, ja, für mich ein Bier. Bin ich so der Biertrinker? Ja, wir sind ja oft einer Meinung, Leon, aber da jetzt nicht so. Ah, es ging um die Zertifizierungen von Leon. Ach so, ja, aber ich habe nur die Service-Zertifizierungen, Sebastian. Ich habe keine Verkaufslizenzen, beziehungsweise ich will nicht verkaufen. Ich verkaufe später meine eigene Uhr, aber ich will kein, mit An- und Verkauf will ich nichts zu tun haben. Das ist mir zu anstrengend. Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe, bei mir spukt da auch schon immer mal wieder im Kopf, so, ja, machen ja auch viele andere Blogger, selbst Uhren verkaufen, also auch nicht nur irgendwie eigene Kreationen oder so, sondern halt eben schon als offizielle ja, Partner von Uhrenherstellern und so, aber es ist halt schon eben einfach auch was anderes, ne? Du musst dich dann, also der Service, den du bieten musst, ist ja ein ganz anderer, du hast Versand und Versandrisiko auch, ja, ja. Und Garantiethemen und so, und deswegen, ich bin da ganz bei dir, das ist, da muss man schon auch Bock drauf haben, ja, und ich glaube auch, weißt du, was denn manchmal bei so einer Uhr denn hängen bleibt und da musst du noch Steuern drauf zahlen, musst halt auch eine gewisse Masse machen einfach. Ja. Und es gibt halt schon einige Händler auch, die gerade jetzt Microbrands oder so, wo ich dran denke, Chronofaktum oder Watchbandit oder so, die da einfach schon einfach eine irre Reichweite haben und damit zu konkurrieren und jetzt im Bereich Swatch Group Marken oder so sowieso. Ja, also eine Tissot oder eine Hamilton kriegst du ja wirklich überall. Ja. Und teilweise auch mit Rabatten und die Thematik, ja, da musst du dich damit auch konfrontiert sehen und hast auch das Lagerrisiko, ne, Kapitalbindung. Ja, also für mich habe ich das Thema auch, das Kapitel auch zugeschlagen, weil ich denke, das ist einfach, da muss man auch die Zeit für mitbringen und alles, genau. Jo. Leon, du hast ein Ziel, das ist das Wichtigste, der Rest kommt dann von alleine, vielleicht auch mal eine Uhr, schreibt der Matze. Dankeschön, danke für die lieben Worte. Achso, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann steht den Geldsack an Adresse so und so, gell? Nee, Geld brauche ich nicht. Ich brauche eure Meinung. Schaut in die Technik-Ecke. Technik-Ecke dürfen wir nicht mehr sagen. Wie sagt man das? Technik-Überschrift? Du, der Technikbereich. Der Technikbereich. Schaut in den Technikbereich bei Chrononautics, der Bericht Zeiger setzen. Ganz unten ist eine Umfrage. Wenn ihr die machen würdet, würde das mir sehr helfen. Ich poste den Link gerade nochmal hier in den Chat. Ich hoffe, der kommt dann auch an. Da ist er. Aber ich kriege zumindest hier grüne Häkchen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau, einfach da runter scrollen. Ganz unten ist eine Umfrage. Genau, du bietest ja oder du planst ja auch, so eigene Kurse anzubieten dann für Leute, die da Interesse dran haben. Den kann ich vielleicht mal direkt fragen, was ist denn so mit mir? Ich bin jetzt ja, habe ich ja auch durchblicken lassen, ich wäre wahrscheinlich nicht so geeignet, zum Uhrmacher mit Hundertstel Millimetern rumzuhantieren. Und ich bin sehr ungeduldig. Also ich habe absolut grobe Hände. Ich hasse alles, was länger als 10 Sekunden dauert. Lädst du mich trotzdem ein? Du hast wahrscheinlich das große Los gezogen und den Testkurs bei mir machen zu dürfen, indem ich ausprobiere, wie das läuft und ob das läuft. Und da musst du durch. Okay, machen wir es so. An irgendwem also, muss ich ja bin mal echt schwierig, gell? Also ich sag's dir, ich habe auch schon fast Edelstahlarmbänder, was ja auch, wie wir festgestellt haben, eine eher grobe Tätigkeit ist, ja, vergleichsweise, habe ich schon fast aus dem Fenster geworfen, weil ich einfach ungeduldig bin und grob bin. Und gut, egal. Ich nehme dich beim Wort. Du darfst uns also, wenn es soweit kommt und die Leute das feiern und bei der Abstimmung schön fleißig mitmachen, dann. Dann musst du auf jeden Fall mal herkommen. Sehr gut. Ich hätte gerne als Merchandise von Chrono Restore ein tolles, großes Saunahandtuch. So.
Ein Saunahandtuch. Halten wir fest. Das Saunahandtuch. Okay. Ich werde es mir merken. Ja, ich melde mich, aber du bist ja eh immer live dabei, also du wirst es mitkriegen, wenn eins kommt. Ich werde auf das Saunahandtuch werde ich dann live präsentieren. Natürlich nackt, ja. Ja, natürlich. Klar, das ist ja sonst kein Saunahandtuch. ja, gibt es denn noch Fragen aus der Runde hier? Gerne oder so sind die letzten nicht? Minuten, bevor wir hier zusammenbrechen, abbrechen. Wir können ja mal ein bisschen Organisatorisches machen, oder ich. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Wir haben beide sehr viel Stress zurzeit. Es ist sehr viel Arbeit auch bei mir eingeflogen, dank euch. Ich bin euch sehr dankbar dafür, aber das bedeutet auch, dass ich viel Arbeit nebenher habe und nicht mehr so oft hier in den Livestream kommen kann. Deswegen verkürzen wir jetzt oder erhöhen wir jetzt die Wartezeit auf den nächsten Stream alle 2 Wochen. Wir machen es immer am ersten Dienstag und am dritten Dienstag des Monats, haben wir gesagt, ne? Richtig, genau. Somit ist das Ganze ein bisschen entspannter für uns. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber es wird notwendig sein. Ich möchte nicht, dass der Service drunter leidet. Es ist doch auch immer ein bisschen Vorbereitungszeit, die wir hier mit haben. Und so können wir gewährleisten, dass sowohl Chrono Bros als auch mein Service und Mario seinen Blog nicht drunter leiden müssen. Ich glaube, dass das mit die beste Entscheidung ist, die wir da hingehend treffen können. Zumindest auch also, erstmal. Also das heißt ja nicht, dass wir später wieder den Intervall erhöhen, sage ich mal. Ja, gell? Aber erstmal. Irgendwann findet man wieder Lösungen für den Stress und dann wird es bestimmt wieder besser werden. Aber jetzt erstmal alle 2 Wochen. Ja. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch einen zweiten Teil von deinem Artikel über die, also du hast ja auch viel geschrieben, also das sei hier allen in der Runde auch nochmal nahegelegt. Ich werde den Link auch nochmal teilen. Das ist jetzt erst vor ein paar Tagen auch rausgekommen, der Artikel Teil 1, ja, Ausbildung zum Uhrmacher, Erfahrungsbericht. Den poste ich hier auch gerne nochmal in den Chat, gerne mal durchlesen und Teil 2 kommt dann, glaube ich, auch so in 1-2 Wochen, Leon, gell? Ja, Mitte des Monats müsste ich den fertig haben. Ja, dann kommt er da auch noch raus. Das ist dann Teil 2. Da gehen wir dann endlich mal hoch in die Uhrmacherwerkstatt. Endlich. Sind wir nicht mehr im Keller bei den Drecksarbeiten, sondern oben am Uhrmachertisch. Man findet wahrscheinlich jetzt noch Eisenspänen in deiner Lunge, wenn man irgendwie ein MRT macht oder so. Ach, die Raucherlunge hat schon alles weggeätzt. Ach so, okay. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr am Start seid. Macht Werbung für uns. Macht Werbung, kommentiert und liked die Videos, damit die schön hochkommen, damit auch andere die sehen. Unsere Videos könnt ihr übrigens auch immer nachschauen. Also einfach auf den YouTube-Kanal gehen und dann bei Live, ne? In dem Reiter Live findet man genau, das ist ganz wichtig. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal, weil ich ja gar nicht viel bei YouTube gemacht habe über die Jahre, habe ich ja den YouTube-Kanal, aber ich habe trotzdem einige Follower auch, also die sind noch nicht gekauft, falls ihr euch wundert, warum da schon 1000 Leute sind. Knapp 1000 sind es jetzt, glaube ich, sind noch einige dazugekommen jetzt durch den Stream, aber diese habe ich tatsächlich über die Jahre angesammelt, weil ich hin und wieder doch mal ein Video gepostet habe. Ja, und den habe ich aber im Prinzip geändert hier zu diesem Zweck für Chrono Bros und halt umbenannt. Ne? So kam das im Prinzip. Genau, aber deswegen wichtig, da sind auch einige Videos von mir, von Chrononautics drauf, wo ich irgendwie Wristrolls mache, so ganz oldschool und so Zeugs halt. Aber die Streams findet man halt einfach im Tab Stream dann bei YouTube. Das heißt dann, glaube ich, einfach Stream. Ja? Einfach da drauf klicken. Die Videos sind auch verlinkt direkt bei mir auf dem Blog. chrononautics.com, oben Chrono Bros Livestream, da ist ein Link und da ist auch mal der Countdown bis zum nächsten Stream und da verlinke ich auch immer die vergangenen Streams zum Nachschauen. Genau. Bei mir genau dasselbe, ich habe auf der Seite Chrono Restore, habe ich auch einen Reiter Chrono Bros, da ist dann auch wieder der Countdown und unten drunter die vergangenen Videos, könnt ihr alles nochmal nachgucken, also hinterher schauen. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Von meiner Seite zumindest nicht. Zen Hunter schreibt noch ein fettes Lob. Das lasse ich jetzt nochmal so stehen. Ich glaube, freuen wir uns natürlich drüber. Vielen Dank. Und ich glaube, das kann man so als
zum Zusammenbrechen hier abbrechen, kann man das ja stehen lassen. Wir melden uns auf jeden Fall kurz vor nächsten Stream wieder mit dem neuen Thema. Wir haben vielleicht schon was in der Hinterhand, wollen wir jetzt aber noch nicht sagen. Hey. Ja. Ich tüftel nochmal. Genau. Genau, die Uhrenenthusiasten schreibt auch nochmal, du kannst diese Streams auch gerne in der Gruppe ankündigen. Genau, ich bin ja in der Facebook-Gruppe bin ich auch drin. Vielleicht schickst du mir gerne nochmal den Link hier auch rein, gerne einfach posten zur Facebook-Gruppe. Ein bisschen Facebook-Werbung haben wir auch gemacht. Bei Newsletter geht es auch immer raus. Ja, also da auch gern da schauen. Also genau, ansonsten halt über den Counter, da kann man sich auch darauf verlassen, dass wir auf jeden Fall dann da sind, auch wenn der Counter dann auf Tag X zeigt. Ja. Genau. Perfekt. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Und wir sehen uns in spätestens 2 Wochen wieder. Vielen Dank auch von meiner Seite und schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.